Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Ja, und wir fahren doch hier gerade weiter mit dem Bahngaragieren. Oh, wir könnten dann gleich mal hier das Tor schließen. Ja, es ist immer noch für den Landwirtschaftssimulator immer noch die Frage, in welcher Map? Schaut bitte dazu kurz das Video Nummer 5. Und also Skiregion Simulator 2012, die Nummer 5. Und dann schreibt mir dich gerne dort in die Kommentare, welche Map wir spielen sollen. So, dann setzen wir hier kurz auf unbesetzt und beginnen dann gleich zu garagieren. Hier absetzen, hier abzweigen. Nein, da dürfen wir gerade nicht abzweigen. So. Dann hier rein, auf Garagieren und dann automatisch. Ja, die sind alle eingestellt. So, dann können wir hier... Ach, wir haben die Station auf unbesetzt, wir schalten hier rein. Wir können auch wieder auf die Normalgeschwindigkeit. Hier so, und somit können wir abzweigen. Ja, ich werde jetzt zuerst mal 5 Gondeln rausnehmen und werde dann, wenn wir 5 Gondeln draußen haben, werde ich 3 laufen lassen, damit ich kurz genug Zeit habe, wieder auf die Stauposition zu stellen. Normalerweise würde man jetzt auf die Stauposition stellen, also hätte ich schon bereits gemusst. Aber ich mache das immer so. So, wir können auch wieder vorspulen hier. Dann reparieren dann, wenn wir die Almbahn garagiert haben, garagieren wir diese Bahn auch noch. Jetzt 5 Bahnen habe ich gesagt, das sind bis jetzt 3. Hier kommt die 4. Der Andreas von Austria Modding Team. Oder eben. Oder. Lives. Auf der Rückseite wäre der Nachname. So, hier soll man auf Umlauf stellen. So, jetzt lassen wir 3 Bahnen durch. Ich werde die nochmal hochfahren lassen. So. Auf Abzweig. So, und dann ist mir noch in den Sinn gekommen, wir haben, glaube ich, noch eine Bahn und wir müssen den Skido hier benutzen. Falsche Taste. Wir fahren mal nach oben und dass wir nichts verpassen, nehme ich die Zeit zurück bei der Gondelbahn. Der läuft nämlich noch.
Konzentration kaputt. Sehr gut. Ui. Hier, wir klappen jetzt die Sessel mal nicht zu. Normalerweise würde man es machen, aber da wir jetzt so schon so spät sind, schalten wir diesen Lift einfach aus, auf unbesetzt, so, ohne. So. Das wäre schon bereits gewesen. Wir gehen wieder auf Verschleunigung, würde ich sagen. Und dann gehen wir hier hin. Wir schalten die Taschenlampe ein. Gehen wir in die Station hoch. So. So, und schon sind wir wieder zurück. Und garagieren hier die Bahn. Ja, ich nehme jetzt dieses Video am Sonntag auf. Gestern habe ich zwei Aufnahmen gemacht und ich habe im ersten Video einen Fehler gemacht. Und zwar zuerst vergessen zu benennen. Habe es aber dann gesehen und dann 20 Minuten später umbenannt. Ja. Und ich werde jetzt dieses Video mal aufnehmen. Ich weiß nicht, ob ich noch ein zweites kann, von der Zeit her. Es ist schon wieder 8:30. Aber ihr könnt mir noch in die Kommentare schreiben für das nächste Video, weil ich nehme. Weil es reicht eh nicht zum Präparieren, wenn ich noch ein Video aufnehmen werde, was wir zuerst präparieren sollen, den Schlepplift hoch oder die Piste Nummer 7. So. Ja, wir gehen auf 15 mal schneller, weil es ist passiert eh nicht viel. Jetzt wird das dritte Gleis garagiert. Oder zweite, je nachdem. Und ich möchte gerne dann hier diese Gondeln auch noch fahren lassen. Also ich werde sie heraus. Jeden Tag eine Gondel, würde ich sagen, nehme ich hier jetzt heraus. Und ich könnte dann auch noch Realismus halber die Transportbahn oder das Wartungsgehänge mit zwei Gondeln in der Station stehen lassen. Das würde ich aber sehr gerne euch entscheiden lassen, wie ich das machen soll. Dafür gibt es auch wieder die Kommentare. So, wir haben jetzt schon 6 Uhr. Ja, und ich glaube, dass wir jetzt geht es schon gegen das Ende zu. Ich weiß gerade nicht mehr, mit welcher Bahn wir oder mit welcher Gondel wir gestartet haben. Aber sobald keine Gondel mehr kommt, werde ich es wissen. Das ist im Moment noch nicht der Fall. Aber das ist jetzt der Fall. Wir stellen hier schon einmal auf Umlauf und
wieder steigen und dann auf Stau. Und hier sollte alles still stehen, voraus, damit wir die Bahn anhalten können. Aber das ist auch ein Grund, warum noch eine Lücke ist, weil bis dann ist sicher alles abgestellt, wenn diese Bahnen hier sind. Die letzte Gondel wird aber dort jetzt noch rausgeschoben. So, die Garage steht still. Wir können wieder noch die drei Gondeln haben. Kommen Sie? Ja, hier kommt die erste von den dreien. So. Reingefahren bitte. Nur immer reingefahren, nur nicht zögerlich. So, wir können mal gehen in den Kommandoraum. Dann stellen wir hier. Ah nein, wir lassen sie zuerst in die Stauposition fahren. So, was ist jetzt bei der ersten Gondel der Fall? Jetzt bei der. Nein, noch nicht. Jetzt bei der zweiten und jetzt bei den dritten. Wir stellen auf langsam, lassen die Bahn langsam hinunterfahren. Das geht ein Weilchen, bis auf die 2 Meter in der Sekunde beschleunigt ist. Das ist jetzt der Fall und wir können anhalten. Dann gehen wir hier auf Tore schließen. Hier auf Station unbesetzt. Gehen in den Schleichbetrieb. Einfach mal. Ist zwar nicht nötig, aber dann Sicherheitsschalter aus und die Steuerspannung aus. Oh, kann ich dort jetzt bei der Garage noch etwas machen? Ja. Hier gehen wir auf 0, auf manuell und auf Steuerspannung aus. Und dann haben wir hier noch die Almbahn. Ja, hier möchte ich es. Muss ich wohl die Wildsessel das erste Gleis stellen. Aber sonst spielt das für mich keine Rolle. Wir können ja da mal alles bereit machen. Steuerspannung ein. Da können wir natürlich noch nichts machen. Und dann Weiche eins ausschwenken. Und wir beginnen, glaube ich, mit der Weiche 3. Also mit auf das Gleis 3. So. Kurz schauen, dass wir auch die richtige. Ja, da kommt der erste Sessel, der einen Windschutz drauf hat. Das ist in dem Fall der letzte, der hier so durchfahren muss. Und gehen wir schon bereits auf langsam Betrieb. Auf Beschleunigen zu. Und jetzt auf Halt. Dann hat die Bahn angehalten, wie man hört, auf Garagieren. Mein Auto Start. Start muss ich zwar nicht drücken, mache ich aber. Meistens, und wir gehen in den Kommandoraum. Dann Fahrgäste aus.
Normalbetrieb. Dann stimmt alles. Und wir fahren wieder an. Ich muss noch warten. So, jetzt können wir hier einschalten. Und auch natürlich auch noch die Weiche auf Abzweig stellen. Bis dann schalten. Bis das geschehen ist, schalten wir auf langsam 2. Oder wir lassen noch gleich auf langsam 2 und schauen hier mal zuerst. Was ist, haben wir hier für einen Sessel? Die Nummer 2. Also müsste der theoretisch auf das Gleis 2. Bis zu der 20. Ja, dann schalten wir doch das Gleis 2 gleich ein. Ist hier dann die 3, ja. Wir gehen gleich wieder auf Normalbetrieb. Das geht ja wunderbar. Und beschleunigen die Zeit. Wenn der Sessel 20 drinnen ist, wird dann umgestellt auf das Gleis 3 und sobald die Windsessel ankommen, wird umgestellt auf das Gleis 1. Acht, wenn ich das richtig gesehen habe. Ach, das sieht man hier nicht, das geht zu schnell. 9 könnte sein. Die 11 fällt hier ein Sessel. Ja, die 10 und die 11 sind vertauscht. Das spielt ja keine Rolle. 12, 13. 10, 15, dann haben wir hier die 16, die 17, dann die 18, 19 und wir gehen gleich herumstellen. Die 20 kommt hereinspaziert. Sobald die 20 rüber ist. Wenn ich 20 bis 1 oder ja, sie sind ja nicht. Dort sind sie ja dann nicht mehr der Reihe nach. So, sobald die Windsessel kommen, werden wir wieder abstellen. Da sieht man den Unterschied jetzt dann sehr gut. Hier sieht man jetzt, wie auch die Haube offen ist. Das wie es die vorhin war, die noch hier. Wobei hier ist wieder eine geschlossen. Ach, ist das wie auch ein Sessel, wo wir mal mitgefahren sind. Ich dachte jetzt, die sind nur dort zu, wo die Station weiß, wie es wird garagiert. Aber wahrscheinlich sind wir mal mit diesem Sessel mitgefahren und haben nicht mehr geschlossen. Das wird ja geregelt, sobald. Nein, eigentlich sollte das unten in der Station geregelt werden. Keine Ahnung, was soll das, dass dieser Sessel nicht zu war. Das müsste die 1 sein. Oder? Ja, das ist die 1. Und dann schwenken wir die Weiche ein. Und garagieren hier noch die Windsessel.
dann sind wir, jetzt ist 20 vor 7 und die Sessel werden erst garagiert. Wir haben richtig gepennt. Tja. Selber Schuld. Sag ich da nur. Ist jetzt schon wieder bei 21 Minuten, wie schnell die Zeit wieder schon wieder vergeht. So, das müsste der letzte Sessel sein. So, das war's. So. Und schalten jetzt da. So. Auf manuell. Dann auf 0 und aus. Und hier die, das Tor zu. Dann. Wir haben hier Station unbesetzt. Unbesetzt. Hier könnte man theoretisch hilfsfertig, wenn hier unten niemand ist, aber ist ja selten der Fall. So. Und das war's bereits. Die Sicherheitsschalter aus. Steuerstartwarnung weg. Und das war's. Ja, das war's auch mit dem Video. Ich danke euch fürs Zusehen. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.